Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht wieder los und wir werden heute so vieles basteln. Ich freue mich riesig aufs Thema Loredana. Ja. Erstmal vielen Dank, du, Wendy, Frauke. Also diese Woche haben alle mitgeholfen. Ja. Sarah, alle aus dem Live-Show-Team haben fleißig gebastelt. Es geht nämlich um das Thema Easy Transfer. Genau. Und du hast mir eben schon gesagt, ich so, ob das wohl so einfach wird. Aber es ist total easy. Also, das wird super easy, diese Show. Und ich habe schon gelesen, alle freuen sich drauf, Ja, alle sind ganz wir auch. gespannt, wie es funktioniert. Es gibt Tipps, Tricks, es gibt unterschiedliche Techniken, wie wir was machen. Und dazu kommen wir gleich. Wir haben auch wieder tolle Aktionen für euch vorbereitet, die ihr natürlich heute und morgen bestellen könnt unter www.ideenmitherz.de oder ihr könnt uns auch gerne anrufen unter der Nummer, die jetzt eingeblendet ist. Bevor es jetzt losgeht, gibt es wie immer ein Gewinnspiel. Genau, Loredana. einfach den Beitrag hier teilen und dann seid ihr automatisch schon in der Lostrommel und dann gibt es wieder ein tolles Überraschungspaket. Ja, also wir drücken euch die Daumen und weiter geht's direkt mit unseren Mustern, die ihr uns zugeschickt habt. Vielen lieben Dank. Da schauen wir jetzt nämlich direkt rein, was ihr Tolles gemacht habt. Und zwar hat die liebe Judith uns tollen Schmuck gestaltet. Sie hat ganz viele Ketten in so einer Wickeltechnik Cool. aufgefädelt und Sieht dann toll dazu aus. passende Ohrringe. Klasse, Ja, oder? total klasse. Ja, oder hier hat uns die Renate tolle Ostergestecke mit unseren Holzkörbchen oder unsere Steckschale ist das, ne? Ja, Schön genau. Floristik-Häschen gucken ganz Oh, fröhlich süß. daraus und ja, sehen total niedlich aus. Finde ich auch ganz klasse. Und hier nochmal die Idee, die wir mit den Plüschbommeln hatten, ne? Den Hasen, der so Total in die klasse. Blumen reinspringt und dann noch mit Und dem genau, mit dem niedlichen Häschen. Pfeifenputzer dann quasi dann auch noch die Ohren, ne? Ja, also Geformt, ganz super. klasse. Schön kombiniert. Und hier gibt es Guck nochmal mal. ein privates Bild von mir, Ja. weil wir haben ja fleißig die ganze Woche mit dem Easy Transfer gearbeitet. Und da sehen wir einmal meine Nichten und mich. Da sehen wir auch schon ein paar der Jetzt Aktionen wird schon was vielleicht. verraten. Ja, wir haben nämlich auf Fliesen Bilder mit dem Easy Transfer übertragen. Genau. Und darum geht es nämlich heute auch. Wir werden mit diesem Medium, wir haben nämlich gesagt, das ist total easy. Ja. Ich schmeiße es schon runter, so einfach das ist. Es ist total easy, es ist total toll, aber was machen wir überhaupt damit? Also die Möglichkeiten sind eigentlich unzählig. Also ich glaube, eine Stunde würde dafür, glaube ich, gar nicht reichen oder eine halbe Stunde. Deswegen zeigen wir einfach die einfachsten und schnellsten Tipps und die effektivsten. Ansonsten kann man sich hier wirklich total austoben. Und ja, wir wollen hier einmal private Bilder. Es ist ja so, man kann ja alles irgendwie auf Untergründe transferieren oder beziehungsweise übertragen. Aber was gibt es Schöneres als persönliche Bilder oder persönliche Botschaften? Und die gibt es nicht an jeder Ecke zu kaufen. Klar kann man die online vielleicht irgendwie bestellen, aber dann dauert das wieder Wochen, bis es ankommt. Und dann selbstgemacht ist sowieso immer am schönsten. Deswegen zeige ich euch jetzt hier einmal eine Idee zum Vatertag. Und zwar, wie wir ein Bild von unserer lieben Silvana, vielleicht schauen wir uns einmal von oben an. Ja, vielleicht bevor wir Ach so. loslegen, ich unterbreche Ja, Loredana habe ich noch. was vergessen? Ich würde jetzt noch einmal Ah erst die Aktion vorstellen, ist aber ja. nicht so schlimm. Ich war schon wieder völlig drin und wollte schon Ja, sie loslegen. wollte schon loslegen. Also Ja. wir zeigen euch gleich Schritt für Schritt, wie wir diese Bilder übertragen. Genau. Davor gibt es aber natürlich erstmal eine passende Aktion. Das Easy Transfer haben wir euch vorgestellt. Und wir brauchen natürlich Untergründe, auf denen wir die Bilder übertragen können. Und wir dachten, unsere Keramikfliesen passen super dazu. Und die sind heute und morgen reduziert. Die gibt es ab 98 Cent. Und da gibt es verschiedene Formen und Größen. Wir haben zum Beispiel diesen tollen Stern. Und das Tolle ist, ihr habt nicht nur unterschiedliche Flächen, ihr habt hinten auch noch mal so einen ganz tollen Korkuntergrund. Das heißt, wenn ihr die auf den Tisch stellt oder als Untersetzer benutzt, habt ihr da noch mal einen richtig schönen Kratzerschutz, dass da euch da nichts verkratzt. Ihr könnt das natürlich auch verschieden benutzen, wie zum Beispiel als Frühstücksbrett. Und daraus können natürlich die schönsten Ideen entstehen. Und eins muss ich schon vorab zeigen, Oh. Loredana. Ich glaube, das ist Loredanas Ja. Lieblingsmotiv. Das ist mit dem Easy Transfer gestaltet worden. Wir haben uns was aus dem Internet ausgedruckt und haben das dann mit dem Easy Transfer übertragen. Denn dafür ist dieses Medium da. Wir Total können klasse. ausgedruckte Sachen, Bilder aus Katalogen, Genau. Zeitschriften, könnt ihr einfach auf unterschiedliche Untergründe übertragen.
Wie das jetzt funktioniert, jetzt darfst du gerne jetzt starten. Darf ich endlich. Ja, super, danke schön. Und erklärst uns vielleicht, es gibt zwei verschiedene Techniken. Wir starten direkt mit der ersten Technik. Genau. Wir haben das jetzt einfach mal so für uns Aquatransfer genannt, weil man da mit viel Wasser arbeitet und man wie so ein Sticker nachher erhält. Und zwar, ja, wie eben schon gesagt, wird es jetzt etwas persönlicher. Hier haben wir einmal Silvana mit ihrem süßen Papa ja, zum Vatertag. Am besten immer eine schöne Unterlage, weil man rubbelt gleich noch viel und man arbeitet mit dem Easy Transfer. Ich würde hier einmal eine Schicht auftragen. Und das Easy Transfer, das ist klasse, weil es nicht nur überträgt, und, also die Motive, sondern man hat nachher am Ende auch nochmal einen schönen Lack, einen Siegellack. Mhm. Genau. Also hier dann einmal einstreichen. Am besten ist es bei dieser Aqua-Transfer-Variante, so nennen wir das jetzt einfach mal. Wir mussten das irgendwie voneinander trennen, damit wir wissen, worüber wir gerade reden. Einmal in diese Richtung streichen, trocknen lassen oder mit kalter Luft föhnen. So circa 5 bis 10 Minuten. Mhm. Und dann gibt man noch eine zweite Schicht in die andere Richtung und noch eine dritte wieder in die andere Richtung. Und dann hat man nachher... So viel Zeit haben wir nicht, ne? Hat man nachher ein tolles lasiertes Bild. Es hat eine plastische Oberfläche und die Rückseite ist ja halt das Papier. Also das ist ein ausgedrucktes auf dem Laser. Mhm. Ganz wichtig, kein Tintenstrahldrucker, weil da verschmieren die Farben. Laser. Jetzt werden alle natürlich sagen, ich habe keinen Laserdrucker zu Hause. Yeah. Ich bin auch am Wochenende mit noch ein paar Motiven zum Copyshop und habe mir ein paar Motive ausdrucken lassen oder einfach Fotos kopieren lassen in Farbe. Das klappt super. Was wir jetzt hier machen, ist, dass wir das in Wasser legen. Mhm. Hier wurde nämlich auch schon gefragt, ist das Transfer mit allen Druckern möglich? Nein, das hast du jetzt, ja jetzt super schon erklärt. Beantwortet, genau. Wie gesagt, einfach in Copyshop oder vielleicht hat man auch eine Freundin oder wie auch immer, der einen Laserdrucker hat. Genau. Ansonsten, ja, kann man natürlich auch Zeitschriften nehmen. Das ist nämlich eine super tolle Variante, die wir dann, die auch super funktioniert. Mhm. Aber es ist dann halt nicht so persönlich, weil das sind gedruckte Motive aus Zeitschriften. Ne? Also wir haben das jetzt hier einmal eingeweicht. Und ich nehme mal kurz einen Zeber. Immer ganz gut, wenn man noch eine Küchenrolle dabei hat. Ja. Ich glaube, wir sagen jedes Mal, wenn Loredana und ich eine Sendung zusammen haben, weil uns immer alle fragen, seid ihr Schwestern? Hat das wieder jemand gefragt? Und wir sagen jedes Mal, wir sprechen es an und erklären es und lösen es auf. Aber wir vergessen es jedes Mal. Ja, durchs Basteln, ne? Dann ist man total im Bastelfluss. Ja, das stimmt. Und jedes Mal sagen wir, Mensch, wir haben es schon wieder nicht beantwortet, ne? Dann, die Sarah beantwortet das dann meistens in den Kommentaren, aber man möchte es ja dann auch mal privat, beziehungsweise gleich direkt beantworten. Also wie man jetzt hier gerade sieht, rubbel ich hier die Silvana frei. Ja, durch die Feuchtigkeit bzw. durch das Wasser hat sich jetzt das Papier hier, löst sich das auf und man kann es einfach abrubbeln. Am besten schön vorsichtig, nicht zu doll ziehen, weil sonst verzieht man die Gesichter. Das möchte man nicht, weil das sieht dann einfach auch nicht mehr so schön aus. Ne? Schön langsam und man arbeitet sich dann so Stück für Stück vor. Und wenn das noch nicht ausreicht, kann man es einfach nochmal ins Wasser legen oder man sprüht es halt ein mit der Flasche. Ne? Also ganz also mit der Sprühflasche. Sich Zeit lassen beim Einstreichen, ganz wichtig, die Schichten. Genau. Die drei Schichten, die wir auftragen vom Easy Transfer, nach und nach trocknen lassen und wenn es trocken ist, ins Wasser legen und dann könnt ihr, und das sehen wir jetzt super hier bei Loredana, wie man das freirubbeln kann. Und genau. Ich nehme jetzt mal vielleicht etwas vorweg für die nächsten Schritte, aber so sieht das aus, wenn wir fertig sind. Genau, wir haben zwei Seiten. Genau, wir haben hier zwei Seiten. Man kann natürlich die Seite benutzen, die man möchte. Wenn man es vorher gespiegelt hat, kann man gerne die glänzende Seite benutzen. Loredana hat das hier nochmal so ein bisschen mit so einem Glitzer aufgepeppt, um nochmal so einen schönen Flair reinzubringen. Wir können aber auch die matte Seite benutzen, wenn wir sagen, wir konnten das nicht spiegeln, wir haben es nur ausgedruckt. Genau, hier habe ich es ja, wie man sieht, gespiegelt. Ne? Ja. Hier steht Bester Papa dann auch in Spiegelschrift. Aber wir könnten es ja auch natürlich
von der anderen Seite benutzen. Können wir das Motiv nochmal zeigen. Ja. Und je nachdem, ob ihr es spiegelt oder nicht, könnt ihr im Nachgang ja mit dem Easy Transfer, das kann man ja auch als Lack dann nochmal benutzen. Genau, nochmal versiegeln. Das nochmal versiegeln und dann glänzt das auch richtig. Genau, schön. Also man muss, wie gesagt, also ich möchte jetzt auch nicht hier zu viel, aber man sieht ja schon, dass es hier so frei zu rubbeln ist. Ich könnte es jetzt nochmal ins Wasser legen oder halt mit dem Pinsel. Es macht auch eigentlich total viel Spaß, das frei zu rubbeln, weil man hat... Ja, jetzt kommt's. Also ich lese mal hier nebenbei vor. Ja, ja. Petra schreibt, also wieder nicht aufgelöst. Seid ihr jetzt Geschwister? Ja, ach so, stimmt. Wir sind angesprochen und dann kam wieder hier das Basteln ins Spiel. Richtig. Ja. Nein, wir sind keine Schwestern. Nein. Loredana und ich nur sehen im Herzen. Einfach ähnlich aus. Ja. Nur im Herzen. Wir sind Soul Sisters, sagen wir immer. Oder als Spaß sagen wir auch immer. Meine Schwester von einer anderen Mutter und einem anderen Papa. Ne? Also, ja, so genau. Ist so. So, jetzt hätte man das jetzt hier quasi. Ich rubbel das jetzt nicht nochmal weiter, weil man kann sich ja hier schon vorstellen. Ja. Ne? Also hier ist es ja richtig schön, die eine Seite. Wir haben ja auch eine fertige Fliese, die können wir ja mal zeigen. Ja. Wundert euch nicht, dass es hier milchig ist. Das wollte ich gerade sagen, das trocknet nachher. Mhm. Und man hat es ja gerade eben bei dem Bild von mir und meiner Mama gesehen. Das trocknet dann halt transparent auf, also es ist dann nicht mehr milchig. Genau. Und wenn ihr das jetzt auf Fliesen überträgt, ist meine Mama, dann könnt ihr das natürlich so machen. Immer das Papa. Und dann hat man ein ganz tolles, persönliches Geschenk. Richtig. Eine richtige Familie. Genau, wenn man dann, richtig, wenn man dann noch den Steinlack oben drauf macht, dann wird das auch noch lebensmittelecht und dann kann man wirklich darauf essen. Schneiden jetzt nicht unbedingt. Mhm. Das ist jetzt kein Schneidebrett, das ist mehr so ein Frühstücksbrett, wo man sich dann das Brot schmieren kann. Schneiden würde ich jetzt davon abraten. So, und ich zeige vielleicht noch mal ein paar weitere Möglichkeiten, wie wir die Fliesen verzieren können. Wir können natürlich auch die Fliesen mit Pouring gestalten. Wir können mit Farben draufgehen und dem Marmorspray. Wir können sogar mit unseren Bügeltransfermotiven etwas aufbügeln. Ihr habt da ganz viele Möglichkeiten. Wir haben das jetzt mit meinen Nichten am Wochenende so gemacht. Es gibt so eine ganz große Fliese. Da hat man in der Mitte so eine schöne freie Fläche. Und wir haben uns hier unterschiedliche Kacheln selber gebastelt und in die Mitte dann ein Bild mit dem Transfermedium übertragen, was natürlich auch sehr persönlich und schön aussieht. Also das sind so die ersten Möglichkeiten, was ihr mit den Fliesen machen könnt, was ihr aber auch mit dem Transfermedium gestalten könnt. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gucken uns vielleicht direkt die nächste Aktion an, damit Loredana sich schon mal vorbereiten kann. Wir haben gesagt, das war unsere erste Möglichkeit, mit dem Transfermedium zu arbeiten. Mhm. Und zwar, dass wir es in Wasser legen und dann einfach wie so ein Aquatransfermotiv haben und das überall drauf tun können und natürlich auch abwechseln können, wo wir es aufhaben. Mhm. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wo wir das schon direkt auf den Untergrund übertragen und da das nur noch freirubbeln. Mhm. Und deswegen gucken wir uns vielleicht schon mal unsere Dosen aus Metall an, denn die sind heute und morgen auf 2,50 € reduziert. Ihr habt da eine Höhe von fast 17 cm, eine Füllmenge von, ich weiß gar nicht, über 90 Milliliter. Also ihr könnt den Deckel aufmachen, ihr könnt da Kekse reintun und. Was euch lieb ist oder vielleicht auch Bastelmaterial. Süßigkeiten. Und wir zeigen euch jetzt anhand der zweiten Technik, wie wir diese Dosen mit dem Transfermedium verzieren. Die Artikelnummer ist jetzt eingeblendet und hier sehen wir nochmal zwei weitere Möglichkeiten, was ihr aus den Dosen machen könnt. Natürlich könnt ihr sie auch erst grundieren mit Farbe, mit Tauchfarbe und sie dann erst weiter verzieren. Loredana, deine Dosen warten jetzt eigentlich schon zum Weiterverbasteln. Genau. Dann haben wir hier unsere schönen Dosen, die Silvana gerade vorgestellt hat. Die würde ich dann jetzt auch einmal wieder bekleben. Ganz einfach, das ist dann halt die Rubbeltransfertechnik. Ja. Ja, rubbeln tun wir ja immer, aber weil das einfach direkt das Motiv auf unseren Untergrund, also ich würde das dann jetzt hier wieder einmal einstreichen. Was bei so glatten Untergründen, ein ganz wichtiger Tipp, sobald es glatt ist, kann es sein, dass wenn es zu glatt wird, man sich die Folie wieder abrubbelt. Wichtig wäre es, das Motiv bzw. den Ausdruck einmal vorzugrundieren und auch einmal trocknen zu lassen. Dann gibt das so eine kleine Folie, eine kleine Schutzfolie und man rubbelt sich das nicht wieder ab. Also es haftet immer super auf rauen Untergründen wie die Fliese, da muss man das nicht unbedingt machen. Ja.
Aber wer sicher gehen möchte, streicht sich die eine Fläche einmal ein, lässt es trocknen. Also man sieht das ja dann auch, dass es dann halt transparent trocknet. Mhm. Oder man föhnt sich das so circa 5 bis 10 Minuten. Genau, so. Dann ist es halt wieder schön transparent und würde dann auch den Untergrund einmal einstreichen, da wo es hingehört. Einfach nur so ein bisschen grob, muss nicht komplett, aber da wo es hingehört. Haben wir gerade noch mal das eine, was wir hier hatten von mir und meiner Mama, was du als Dings gezeigt hast, das andere? Das hier, was frei ist? Genau, wir hatten ja gerade noch mal ein anderes, was hier, was du zu einem Frühstücksbrecher gezeigt hast, aber ist egal, dann ist es... Das ist das. Ja, ach, das ist das? Ach, das war das. Ach, okay. Genau, das wird ja dann nachher trocken. Und dann würde man es hier drauf kleben. Ne? Also ich mache das jetzt mal, nur damit ihr seht, wie es nachher aussieht, wenn es trocken ist. Ne? Aber ich nehme jetzt einfach mal das. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, das ist schon getrocknet. Und dann wird das hier einfach aufgetragen. Also wichtig ist, was Loredana, glaube ich, erklären möchte, wenn ihr diese Technik anwendet, wir haben das jetzt hier direkt übertragen. Bei dem anderen hatten wir ein freies Motiv, was wir überall hin transferieren können. Hier haben wir das schon direkt auf dem Untergrund, wo wir es nur noch freirubbeln. Genau. Wenn ihr diese Technik anwendet, dann eine erste Schicht Easy Transfer auftragen, trocknen lassen. Dann noch einmal eine zweite Schicht und dann schön auf den Untergrund drücken. Genau. Und das muss mindestens 2 Stunden trocknen, bis wir das dann auch nochmal anfeuchten können, am besten mit einer Pumpsprühflasche, genau, das Ganze nass machen und dann freirubbeln. Genau, das würde jetzt hier 2 Stunden trocknen. Genau. Wer es eilig hat, kann es auch mit kalter Luft föhnen, aber ich empfehle immer wirklich lieber an der Luft trocknen zu lassen. Ja. Das ist dann nochmal sicherer, sag ich. Und das ist ja jetzt genau schon. Und das ist jetzt genau, richtig. Und dann würden wir das jetzt hier einmal einsprühen. So, ich lese mal hier ein paar weitere Fragen vor, damit für euch auch alles einfach erscheint, so wie dieses Easy Transfer auch ist. Mhm. Eine Frage, die ich ganz oft vorgelesen habe, ist, kann man auch Fotos übertragen? Komplett, also Fotos, also richtig, richtig Fotos selber habe ich ausprobiert. Dafür ist die Schicht einfach zu dick. Man kann das hier hinten nicht abrubbeln. Also wie gesagt, ich würde davon eine Fotokopie machen von dem Foto. Ja. Und dann ist es auf jeden Fall dünn genug, um verwendet zu werden und auch verarbeitet zu werden. Mhm. Also wenn man jetzt hier schon sieht, ne, also ich bin ja hier schon so ein bisschen freigerubbelt, ne, dann kann man sich einen kleinen Softie-Schwamm noch mit dazu nehmen. Toll. Und hier würde ich dann halt meine Mama freirubbeln. Genau. Und hier sehen wir vielleicht nochmal den Unterschied von den 2 Techniken. Vielleicht fahren wir nochmal ein bisschen aus. Hier habt ihr es schon übertragen und hier seid ihr einfach mit der Gestaltung ein bisschen freier. Genau. Weshalb wir hier ein bisschen freier sind, können wir gleich nochmal zeigen, weil wir können jetzt noch ganz viel mit diesem freien Motiv machen. Du rubbelst weiter frei. Das hier müsste spiegelverkehrt sein. Beim Rubbeln, wo ich das quasi direkt immer auftrage und direkt dran kleben bleibt, muss es spiegelverkehrt sein. Es sei denn, es ist jetzt ein Bild, wo man sagt, okay, wenn es jetzt spiegelverkehrt ist, sieht es trotzdem gut aus. Aber bei der Technik, wo ich das ins Wasser lege oder auch, man kann ja auch die Rückseite einfach mit Wasser einsprühen, kann man sogar beide Seiten verwenden. Ja. Die eine ist glänzend, die andere Seite ist matt. Und die glänzende, die klebt sogar immer noch mal so ein bisschen, ne? Genau. Genau. Ich würde jetzt hier noch mal kurz weiterrubbeln. Dann haben wir nämlich die 2 Techniken und dann können wir direkt schon zu unseren Tipps und Tricks übergehen. Und ich schätze mal, welche Technik am besten ist oder am einfachsten ist, muss jeder für sich entscheiden. Richtig. Probiert einfach aus, was ihr besser findet, was ihr einfacher findet. Also ich mag das irgendwie lieber. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag dieses Freirubbeln und... das ist ganz interessant, ne? Also ich finde dieses Freie. Ja, und du magst das mit dem ins Wasser legen oder anfeuchten und dann hat man das so in der Hand, weil... Ja, ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, mag ich irgendwie lieber. Das jeder war schon hat die ganze Woche so, ne? Dass du wolltest das machen, ich wollte das machen. Dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir zeigen euch beide Möglichkeiten und ihr könnt natürlich entscheiden, was euch lieber ist. Genau. So, hier hätten wir dann zum Beispiel, das ist jetzt noch ein bisschen nass, dann geht man am besten auch nochmal mit einem sauberen Pinsel und kann das hier nochmal
sauber pinseln. Wenn da noch irgendwelche Reste sein sollten, dann geht man einfach nochmal mit einem Schwämmchen. Also zu viel Wasser ist nicht gut. Was ich auch ganz gerne mal mache, ist, dass ich mir so ein Schwämmchen kurz ansprühe. Dann hat man wenig Feuchtigkeit und kann doch mal gezielt auf die Flächen, die noch ein bisschen bearbeitet werden müssen, wo das Papier halt noch ein bisschen dran ist, kann man dann nochmal nachgehen und das Papier abrubbeln. Also Susanne schreibt auch, die Dosen sind sehr schön, kann man mit verschiedenen Materialien verzieren. Genau. Das stimmt, man hat viel Fläche, man hat diesen tollen Metalleffekt, den man natürlich beibehalten kann oder ihn komplett verändern kann. Ja. Und man hat eine schöne Fläche, womit wir auch Bilder und alles Mögliche noch dazu bauen können. Genau, das Kerstin, muss jetzt dann, Entschuldigung, ich wollte dich erzähl du ruhig erstmal weiter, ich glaube, deins ist wichtiger, weißt dass du? Wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Ja, also das ist jetzt noch ein bisschen feucht, sobald es auch getrocknet ist, sieht man dann schon manchmal noch mal ein paar Stellen, die noch so ein bisschen weißlich sind. Das ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, dann einfach noch mal den Schwamm anfeuchten und dann rüber gehen. Und was dann auch wirklich ganz, ganz toll ist, wenn man fertig ist, kann man mit dem Easy Transfer dann einfach noch mal drüber gehen, weil das ist ja auch ein Siegellack. Und dann verschwinden auch noch so ein paar Reste von dem Papier, was da vielleicht noch ist, weil ja, dass du quasi mit eintrocknet. Okay, jetzt waren da ein paar Fitzel drin. Kerstin schreibt, sie kennt diese Technik noch aus ihrer Kindheit mit einem anderen Medium, aber von der Art und Weise auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich finde in der heutigen Zeit, dass man sowas Persönliches gestalten kann, total einfach klasse. Echt schön, vor allem jetzt für die ganzen Anlässe. Es kommen noch Hochzeiten, Kommunion, Konfirmation. Ja. Da kann man noch so viel gestalten. Für Geburtstage, Weihnachten könnte ich mir das auch richtig liebevoll vorstellen. Ja, wir haben total. Auch viel mit Licht gearbeitet. Dazu kommen wir ja gleich auch. Dann wurde ganz oft gefragt, womit klebt ihr die Sachen auf? Also bei der Technik klebt es ja schon. Das ist ja von alleine, genau. Wenn wir die Technik nehmen, die hole ich mal nochmal, wo man so ein freies Motiv hat, gibt es einmal die glänzende Seite. Wenn ihr das nicht spiegelverkehrt braucht, dann könnt ihr das ein bisschen anfeuchten und dann könnt ihr das aufs Motiv aufkleben, weil die ist so leicht, also das sieht man ja auch, die klebt so ein bisschen noch. Wenn ihr sagt, ihr möchtet aber die glänzende Seite oben haben, könnt ihr das Easy Transfer einfach benutzen oder Sprühkleber, um dieses Motiv auf unterschiedlichen Untergründen aufzukleben. So, weiter geht's aber. Es gibt ja noch einige andere Sachen, die wir euch zeigen werden. Und deswegen geht's direkt weiter. Wir schauen hier jetzt mal rüber. Wir haben jetzt was, ich finde, sehr Interessantes reduziert. Man sieht eigentlich gar nicht, wenn ich es in der Hand halte, was es ist. Wir haben nämlich unsere Foliengrußkarten reduziert und die schauen wir uns mal genau an. Davon gibt es insgesamt 20 Stück und die sind 15 x 10 cm groß. Ich halte mal eine in der Hand und wir können sehr, sehr viel damit gestalten. Dadurch, dass wir so eine freie, transparente Grußkarte haben, ist es jetzt auch möglich, auf unseren Grußkarten Bilder zu übertragen, das weiter zu verschenken und was ganz Liebevolles, Persönliches einfach mitzugeben. Und ich finde, diese Karte kann man sich sogar, nachdem man sie verschenkt hat, also der Beschenkte kann sich das sogar aufstellen und als Deko oder als Bilderrahmen dann benutzen. Ganz liebevoll gemacht. Also wir lieben diese Foliengrußkarten, ihr kennt die bestimmt auch noch. Diese ganzen 20 Grußkarten sind heute und morgen 50% reduziert. Das heißt, ihr zahlt nur 2,48 Euro für 20 Stück. Und passend dazu, jetzt schauen wir mal runter, gibt es noch mal was ganz Interessantes. Und zwar unser Zierband Sarah. Das ist nämlich heute und morgen auch noch mal reduziert. Artikelnummern seht ihr wie immer eingeblendet. Das ist auf unglaubliche 6,97 gespart. Also das spart man weit mehr als 50%. Da habt ihr 10 unterschiedliche Farben und ihr könnt damit ganz viele Sachen umranden, verzieren und ganz viele Techniken, das wirst du gleich nochmal zeigen, Loredana, machen. Wir haben 10 Farben, a 3 Meter
für 6,97 und schauen vielleicht jetzt einfach direkt weiter zu Loredana, die fleißig bastelt und das Easy-Transfer-Medium sogar mit unserem Zierband kombiniert. Genau. Und zwar würde ich das einmal kurz von oben einmal zeigen. Wir haben ja gesagt, heute wird es persönlich. Ja, genau. Das ist meine Tochter. Hier haben wir einmal ein Motiv mit dem Easy-Transfer übertragen und dann mit dem Zierband hier so Elemente in verschiedenen Richtungen aufgetragen. Ne? Das wäre jetzt hier eine Variante. Mhm. Genau. Und dann kann man natürlich auch, wo hast du die andere Karte? Genau, da reiche ich dir mal rüber. Ja, genau. Hier könnte man jetzt zum Beispiel, jetzt könnte man hier zum Beispiel auch nochmal einen anderen Rahmen drum machen. Ne? Oder diese Folienkarten mit Kristallkunst bekleben und Transparentfolien. Also ihr könnt entweder Bildmotive verwenden, ihr könnt die natürlich auch komplett anders gestalten. Ich hatte noch eben mit Petra aus der Bastelstube gesprochen. Sie meinte, wir verwenden das auch ganz gerne für Gravursticker. Das hat dann auch nochmal einen tollen Effekt. Ja. Das ist immer ganz schön, wenn man irgendwas Ausgedrucktes hat und dann möchte man einfach nochmal eine Folie drüber legen. Entweder ein Foto oder einen Spruch oder halt einen Sticker. Ja. Hier haben wir ja auch nochmal mit unserem Zierband eine Kontur gelegt und ein Transparentblatt oder halt dann nochmal die grüne Farbe. Uli schreibt, das finde ich toll. Toll, die Dosen füllen mit Lindor-Kugeln. Ja. Ein schönes Geschenk. Oh, das finde ich super. Wir haben sogar welche in der Küche. Ja, lecker. Genau, das wäre dann einmal die Folie mit dem Zierband. Also das sind die Möglichkeiten. Wir kommen gleich auch nochmal dazu, dass ihr natürlich noch viel mehr Möglichkeiten habt, die Bilder, die wir jetzt mit dem Easy-Transfer-Medium gestaltet haben, auf unterschiedliche Untergründe aufzubauen. Wir können die nämlich auch schneiden, stanzen und weiterverarbeiten. Mhm. Wie das funktioniert, das gucken wir uns gleich an. Wir brauchen aber erstmal eine Aktion um das Ganze. Natürlich, wir brauchen irgendetwas, wo wir diese Bildmotive übertragen können. Und deswegen, weil Loredana kennt, also ich glaube, in jeder Sendung, die wir zusammen hatten, gab es mindestens eine Aktion mit Geschenktaschen, weil Loredana die einfach liebt und bastelt super gerne mit denen. Also wir sehen hier gerade einmal die Geschenktaschen mit Foliensichtfenstern und das Tolle ist, wir können diesen Bereich jetzt auch entweder dazu nutzen, um unser Geschenk schön in Szene zu setzen oder aber auch einfach mit Bildmotiven arbeiten und das zum Beispiel als tolle Deko gestalten, als Geschenk ganz persönlich zu verschenken. Das könnt ihr auch machen. Also wir haben insgesamt hier 6 von den Geschenktaschen, 3 in weiß, 3 in schwarz. Die sind reduziert auf 2,98 Euro, also 6 Flaschen auf 2,98 Euro reduziert. Licht. Und genau, das ist mit Loredana. Guck mich schon an. Ich habe sie eben nämlich nicht gezeigt. Die Geschenktaschen sind 50% reduziert und wir haben daraus einfach so eine Lichttüte gemacht, was wir einfach super schön fanden, die mal umzugestalten. Nicht nur als Geschenk, die kriegst du gleich auch, dann kriegst du sie auf deinen Platz. Das hat Wendy und Frauke eben noch ganz schnell vorbereitet und das weiter verbastelt. Und ich habe schon gesagt, wir können jetzt die Motive, die wir frei haben, schneiden, stanzen. Genau. Schauen wir uns das jetzt nochmal an, wie das funktioniert. Richtig. Also das ist jetzt hier wieder diese Aqua-Variante, Aqua-Transfer mit den 3 Schichten, die nacheinander trocknen müssen, bevor man sie einträgt. Und das kann man wirklich super schneiden. Mhm. Also das klappt wunderbar. Das ist übrigens auch wieder meine Tochter. Die coole hier, ne? Dieses Mal war es auch eine ganz interessante Woche, weil wir... Ja, sehr persönlich auch, ne? Ja. Dein Papa, meine Tochter, meine Mama. Wir haben ja gleich noch jemanden, den wir noch mit ins Bild holen. Ne? Weiß schon wer. Freut sich dann vielleicht Patricia, wenn sie zugucken sollte. So, dann kann man hier die Ecken, wenn ich es reinbekomme... Ich mache das immer gerne andersrum, weil dann sehe ich, ob die Ecke reingegangen ist. Wenn es, dann kann man die Ecke einmal abrunden. Genau. Katrin schreibt auch schon, muss das Zierband geklebt werden? Und Verena hat schon geantwortet, vielen Dank. Ja, mit Sticky Tape. Genau, würden wir auf jeden Fall auch empfehlen. Hier wird auch schon gefragt, geht das auf Stoff? Dazu kommen wir gleich. Ja, kommen wir gleich, genau. So, also die Ecken abrunden.
kann man dann auch ganz einfach. Mhm. Na, ich knicke das immer. Es ist ein bisschen weicher als Papier, ne? Aber es klappt. So, dann kann man hier entweder so rum. Ach, auf eine Tasse. Tasse, Entschuldigung. Oder halt so rum. Das ist ja halt die matte Fläche. Wer damit arbeitet, sieht es. Also das ist eine matte Fläche. Mhm. Und das ist sieht halt die glänzende Fläche. Sieht man auch schon, dass es super klebt, ne? Ja, genau. Die glänzende Fläche, die klebt wirklich super. Aber ich finde die Seite noch ein bisschen kontrastvoller. Ne? Ja. Also man kann das ja jetzt, man könnte jetzt den Easy Transfer nochmal aufpinseln und auftragen oder Sprühkleber nehmen. Ja. Und dann einfach nochmal mit dem Easy Transfer drüber, mhm, das Ganze versiegeln und dann nochmal den lebensmittelechten Steinlack. Vorsicht, das ist jetzt keine Tasse für die Spülmaschine, die dann bitte einmal mit der Hand säubern. Ja. Genau. Und dann können wir dieses Motiv ja natürlich dann auch auf die Geschenktasche packen. Mhm. Dann weiter verzieren, so wie wir es eben gemacht genau haben. Da können wir jetzt auch oder noch mal das angucken. Ne? So sah das Ganze aus. Mit oder Licht, auch, ich glaube, du hast die Tasche auch noch mal in schwarz gleich. Das können wir auch noch mal gucken. Ja, genau, die Tasche kann ich... Tada, jetzt ist das Muster nur runtergefallen. Kein Problem. Da ist unser Cookie, unser Bürohund quasi. Schöne Grüße an Patricia an dieser Stelle und an Cookie. Aha. Haben wir eine Süßigkeit, nicht eine Süßigkeit, eine Leckerli-Tüte haben wir vorbereitet. Also, super Geschenk. Und hier nochmal, und hier sehen wir das nochmal. Wir hatten von Julia zur Geburt von Max so ein ganz tolles Kärtchen bekommen. Hier sieht man einmal, wie das Ganze aussah. Wir haben das hier abgeschnitten und auch mit dem Transfermedium nochmal auf so eine tolle Flasche übertragen. Und ich denke, die wird auch demnächst Julia dann geschenkt. Und überreicht, wenn sie wieder da ist. Und dann könnt ihr nochmal Motive, ja, auch Papier, was man so lange aufbewahrt hat, was man so schön fand, in seine Bastelarbeiten einbauen. Und so hier hätten wir dann auch nochmal, das ist wieder die Variante mit dem Aqua, was ins Wasser, ups, was wieder ins Wasser gefallen, mit dem ins Wasser gelegt. Und dann hat man ja wieder so eine glatte Fläche. Da ist es dann sehr empfehlenswert, wenn man diese Variante benutzt. Es sei denn, man möchte wirklich rubbeln, dann muss es einmal vorgrundiert werden mit zum Beispiel Multi-Surface. Mhm, dann wird die auch rau und dann würde es auch gehen. Aber empfehlenswert wäre es, mit dieser Variante zu machen und dann anschließend zu kleben. Wir hätten dann auch unsere Folie, die wo das drauf könnte, wieder Foliengrußkarte. Dann kann man eine schöne persönliche Grußkarte oder aber auf wieder also auf so ein Kosmetiktäschchen. Geht auch super. Ja. Und jetzt hast du schon verraten, einmal das Tablett und die Kosmetiktaschen. Ach, das ist alles in Ordnung. Noch gar nicht. Sorry. Da schauen wir nochmal uns die Motive an, denn die haben wir gleich auch nochmal in der Aktion. Die stelle ich vor, machen wir es heute einfach mal andersrum. Ja, okay. Erst basteln und dann die Aktion vorstellen. Ach so, ich zeige es ja einfach nur. Wollte ja jetzt nichts anbringen, aber ich wollte es einfach nochmal zeigen. Aber du kannst gerne die Aktion jetzt vorstellen, wenn du möchtest. Also ihr könnt die Motive, vielleicht kannst du sie einfach zu mir halten, wenn ich die Aktion vorstelle. Gerne. Mhm. Wir haben einmal die Kosmetiktaschen reduziert. Mhm. Die gibt es nämlich heute und morgen für 2,48 Euro. Mhm. Ihr habt insgesamt 3 von einer Farbe, wenn ihr die gerne möchtet. Entweder in weiß oder in so einem tollen Taubton. Und dann, vielen Dank, könnt ihr dann mit den Bildmotiven so arbeiten. Die Artikelnummer ist eingeblendet. Wir empfehlen, wenn ihr mit den Transfermotiven arbeitet, dass ihr auf jeden Fall die weißen Taschen benutzt, da das Motiv transparent ist und auf dem dunklen Untergrund nicht so gut zu erkennen ist. Mhm. Ihr könnt aber auch ganz viel anderes mit diesen Taschen machen, wie zum Beispiel mit unseren Diamond Painting Steinen, die nochmal aufpeppen und super veredeln. Sei es als Bordüre mit unseren Linealen oder noch dazu, vielleicht, ne? Wenn ihr sagt, die dunkeln finde ich aber auch schön und könnt da keine Bildmotive machen, einfach mit den Diamond Painting Steinen tolle Ornamentiken legen, Bilder legen, das könnt ihr mit Schablonen machen. Da gibt es bald auch noch mal eine Show, wie wir das Ganze machen werden. Aber wenn ihr sagt, weiß ist super, dann könnt ihr das natürlich als tolles Geschenk auch für die Mama als Kosmetiktasche, ja, ne? Finde ich auch ganz schön. Wir haben ja hier zum Beispiel ein Muster mit Zeitungsausschnitten. Ich zeige das mal gerade ganz kurz. Das ist so ein bisschen auf Vintage gemacht mit Lippenstift und ja, das
Ist jetzt nicht so persönlich, aber es ist halt auch selbstgemacht. Ja, manchmal kann man auch seine eigenen Sachen gestalten und die dann selber benutzen. Und du hast eben auch nochmal die Tabletts benutzt und die gibt es heute und morgen auch mit 50% Rabatt, weil wir gesagt haben, die haben eine schöne, große, weiße Fläche. Und hier ist, dass sie weiß sind, auch besonders wichtig, um mit dem Transfermedium zu arbeiten, sich tolle, persönliche Tabletts zu gestalten. Die zwei gibt es auch mit 50% Rabatt für 3,48 Euro. Die haben einen ganz tollen Wellenrand. Die sind von hinten nochmal schwarz und das passt einfach super zu dem heutigen Thema, weil man super kombinieren kann. Wir schauen uns jetzt vielleicht nochmal an, dass wir das Ganze auch nochmal stanzen können. Du hast da jetzt nochmal einen Stanzer, ein paar weitere Motive vorbereitet, die du schon freigerubbelt hast, um einfach nochmal Möglichkeiten zu zeigen, wie man eigentlich weiter gestalten kann, wenn man die Motive fertig hat. Richtig. Und zwar haben wir hier Silvanas Kekse. Silvana isst gerne Kekse, schauen wir mal von oben. Ja. Wir haben hier einmal das Krümelmonster. Das ist auch wieder die Variante mit dreimal einstreichen, trocknen lassen und man würde es dann hier einfach mit dem Easy Transfer wieder von der Rückseite einstreichen, aufkleben und anbringen. Oder genau, hier hatten wir das ja eben schon mit dem Tablett, was Silvana eben vorgestellt hat. Und ich wollte auch noch mal zeigen, dass man das stanzen kann. Ich würde dann einmal das hier so reinlegen. So. Und schauen, dass ich hier uns beide im Bild habe. Moment, so. Hier wurde nochmal gefragt, wie groß die Taschen sind. Die sind 12 mal 17 cm. Also 17 in der Höhe und 12 in der Breite. So. Genau. Ich mache das immer so. Achso, falsch rum. ja. Und stanze das dann einmal durch. Übrigens könnt ihr natürlich auch immer vielleicht ein Papier drunter legen. Und dann hätte man nochmal so eine, dann wäre das nochmal stabiler beim Stanzen. Das würde nochmal helfen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Gut, dass du die ganze Woche so gemacht. Ja, und jetzt wieder Vorführeffekt. Hat es nicht ganz gut geklappt, aber wir haben ja hier auch noch eine Schere, die das Ganze retten kann. Aber normal klappt es wirklich total super. So, dann wurde hier gefragt, du schneidest weiter. Ich lese noch mal ein paar Fragen vor. Geht das Ganze auch auf Kerzen, habe ich irgendwo gelesen. Ja, funktioniert auch super. Hier noch mal als Muster. Das wurde auch und hier könnte man auch noch das noch anbringen vielleicht. Oder wir haben sogar den Test gemacht und die komplett abgebrannt. Das heißt, das funktioniert also super. Also hier ist jetzt, wir haben keine andere Kerze, ne? Das ist jetzt die, also wenn das jetzt hier so, dann ist es ja ein bisschen transparenter und dann sieht man, das ist auch total eine schöne Idee, eine Kerze, ist ein bisschen der Gedanke, dass man da abgebrannt wird, ne? Also ja, oder man lässt die als Deko-Kerze. Richtig, genau. Aber ansonsten finde ich das sehr, sehr schön halt, ne? Also, Loredana und ihre Mama halten heute hin. Sie weiß noch gar nichts von dem Glück, wenn wirklich. Hat das jemand geschrieben, oder? Nein, ich habe das gerade. Also wir haben jetzt das tolle Motiv, ne? Das kann man jetzt immer zeigen. Genau. Dann schreibt Petra, danke schön für die ganzen Hinweise. Ja, vielen Dank. Das klebt hier auch schon, ne? Oh, doch nicht. Aber wenn's, sobald es feucht ist, klebt es dann schon. Genau, genau. Man könnte es dann einfach anfeuchten. Das war ein guter Hinweis. Ja. Dann würde es wieder kleben. Richtig. So. Und wir haben ja eben die Tabletts gezeigt und alle anderen, die vielleicht noch andere Gestaltungsmöglichkeiten möchten. Ihr könnt natürlich auch in die Fläche puren oder mit Epoxy arbeiten. Ihr könnt auch mit Farbe das Ganze gestalten. Also da habt ihr auch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Hier könnte ich mir, wenn man jetzt die Fläche nochmal weiß fundieren würde, könnte man hier auch nochmal mit einem Foto arbeiten. Richtig, genau. So, wie geht's weiter, Loredana? Was haben wir noch zum Zeigen und Präsentieren mit diesem tollen Medium? Ich hätte hier noch die Fliese mit dem Rubbel, mit der Rubbel-Variante. Hier habe ich einmal ein paar Fotos von meiner Tochter. Und wo ist denn das Herzchen? Ach da, genau. Und das braucht man dann auch einfach nur ansprühen. Und also entweder, man hat ja mehrere Möglichkeiten. Entweder sprüht man das hier einfach an und man sieht schon, aha, okay, da kommt ein Motiv. Oder man sprüht sich den Schwamm an oder tunkt das in Wasser und macht, also jeder wie er mag. Also jeder hat irgendwann mal so seine Lieblingstechnik drauf. Nur es darf nicht zu feucht sein. Sobald es zu feucht wird, immer schnell ein
Zewa drauflegen und das Wasser abnehmen, damit es nicht zu feucht wird, weil wenn es zu feucht wird, dann rubbelt man sich leider dann auch ein bisschen vom Motiv ab. Also hier bei der Variante habe ich auch erst einmal eine Schicht aufgetragen, trocknen lassen und dann nochmal Easy Transfer drauf und dann drauf auf die Fliese. Aber genau, und dann abgerubbelt. Und hier sieht man auch nochmal ein paar Reste von dem Papier. Das ist gar nicht schlimm. Das ist halt ein Prozess, sage ich jetzt mal, wenn man dann immer nochmal mit einem Schwämmchen rüber geht und dass das hier so abrubbelt, dann zeig mir einfach noch mal ein paar andere Untergründe, wo das noch funktioniert. Unser Malkarton ist das, genau. Das ist zum Beispiel einfach ein Ausdruck, auch wieder Laser. Ja. Und dann auf eine Malpappe angebracht, damit die Kinder dann nachher, wenn sie das ausmalen, sich das auch aufhängen können. Dann hat man nicht wieder so ein Papier, sondern das ist direkt auf einen stabilen Untergrund gebracht. Das finde ich auch total schön, einfach zum Ausmalen. Solche Ideen kommen immer von den lieben Mamis. Und hier auf unseren Holzscheiben ist das natürlich auch möglich. Einmal als Foto. Ihr könnt aber auch, und das haben wir schon. Ach, das ist sogar auch eine Zeitschrift. Hier ist es zum Beispiel auch mit einer Zeitschrift gestaltet und hier dann mit einem Foto. Also ihr habt beide Möglichkeiten. Ich habe gestern noch von einer Freundin, die hat ein Reisebüro, die hat mir ganz viele Zeitschriften mitgegeben. Ja. Haben wir uns eben auch ein bisschen angeguckt, weil da immer so tolle Urlaubsbilder sind. Ja, das stimmt. Und tolle Landschaften, dass man dann auch super kombinieren kann. Das wären natürlich weitere Möglichkeiten, wie man das Ganze noch machen kann. Richtig. Also man rubbelt das dann hier einfach frei und dann hier nochmal mit dem Easy-Transfer drüber gehen. Ich glaube, was nicht fehlen darf, ist heute Karin und Carsten aus dem Bastelclub. Als ihr könnt es natürlich auch als Laterne gestalten, was natürlich auch möglich ist. Richtig. Ich würde vorschlagen, Loredana, du darfst ganz in Ruhe nochmal deine Tochter freirubbeln und die Fliese fertig gestalten. Ja. Hat die bald auch Geburtstag? Nee, die hatte jetzt gerade. Schade. Ja, hatte schon. Ja. Aber einfach mal so ist das, glaube ich, auch ganz süß, ne? Ja. Vor einem Monat sogar, nach Hause zu bringen. Ja, die freut sich bestimmt, wenn sie das sieht. So, wir schauen uns einmal die Aktionen an. Vielleicht nochmal, gehen wir dann nochmal auf die zwei Techniken ein, die wir vorgestellt hatten. Gucken uns den Neuartikel an. Aber als erstes einmal zu unseren Keramikfliesen. Die gibt es mit der Artikelnummer 012610 ab 98 Cent. Ihr habt da verschiedene Designs und Größen, wie zum Beispiel diesen tollen Stern. Ihr könnt mit dem Transfermedium einfach Bilder oder auch unterschiedliche Motive aus Zeitschriften übertragen. Ihr habt so ein Frühstücksbrettchen, ihr habt auch die Kacheln eingeteilt in unterschiedliche Flächen. Da könnt ihr einfach reinschauen, ob ihr das lieber so mögt oder geradflächig. Die sind super, um mit dem Transfermedium zu arbeiten und Bilder zu übertragen, was super einfach funktioniert in der einen oder anderen Technik, je nachdem, was euch lieber ist. Dann hatten wir unsere Metalldosen reduziert. Die gibt es mit der Artikelnummer 010504 und die könnt ihr entweder mit unserer Tauchfarbe gestalten oder aber auch mit dem Transfermedium dann super schön verzieren. Da könnt ihr nämlich einfach Motive nehmen und die aufkleben und auch daraus eine ganz persönliche Dose gestalten. Die gibt es heute und morgen für 2,50 Euro. Dann hatten wir, jetzt muss ich hier einmal freiräumen, unser Zierband Sarah reduziert. Da habt ihr insgesamt 10 verschiedene Farben, A3 Meter. Da könnt ihr natürlich alles schön verzieren, umranden, tolle Ecken ziehen oder aber auch in so einer tollen Technik. Und die findet ihr bei uns auch im Shop, das Zierband so aufzukleben und so zu gestalten. Daraus ganz tolle Karten zu entwerfen. Und dazu gibt es dann unsere Foliengrußkarten heute und morgen reduziert mit 50% Rabatt. Das heißt, ihr habt 20 Grußkarten, die schön transparent sind, um mit dem Transfermedium zu arbeiten und daraus tolle Karten zu gestalten für 2,48 € heute und morgen.
Unsere nächste Aktion waren unsere Geschenktaschen. Da habt ihr insgesamt 6 Stück in einer Packung in Gold, sage ich schon, in Schwarz und in Weiß. Und ein freies Sichtfenster, was ihr super dann nutzen könnt, um das Bild zu übertragen. Da gibt es dann jeweils 3 weiße, 3 schwarze Taschen. Und die könnt ihr dann so verzieren. Vielleicht auch ganz anders mal die Geschenke in Szene setzen. Dann hatten wir unsere Geschenktaschen auch nochmal reduziert. 3 Stück in Weiß oder in Taub in 3 unterschiedlichen Größen gibt es dann für 2,48 Euro, also ein unglaublicher Preis, wo ihr natürlich auch wieder Bilder übertragen könnt. Da könnt ihr euch die Artikelnummer jetzt auch gerne aufschreiben und entweder ihr klebt ein Motiv drauf oder ihr arbeitet mit unseren tollen Diamond Painting Steinen tolle weitere Motive auf. Und wir kommen jetzt gleich noch einmal zu unseren Tabletts. Die habe ich nämlich schon weggepackt, die muss ich auch mal raussuchen. Die könnt ihr natürlich auch weiter gestalten, denn da gibt es nämlich 2 Stück. Hier sehen wir sie schon mal fertig verziert für 3,48 Euro, also ganze 50% spart ihr. Ihr habt eine große Fläche, wo ihr Bildmotive dann aufkleben könnt. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte gerne noch was anderes machen, könnt ihr natürlich auch mit Pouring arbeiten, mit Epoxy arbeiten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das so zu gestalten, wie ihr möchtet. Die haben einen tollen Wellenrand, was das Ganze noch mal ganz schick aussehen lässt. Hintenrum sind die schwarz. Da haben wir, glaube ich, das eine oder andere Muster gesehen mit dem Transfermedium, wie das Ganze dann auch nochmal mit einem Bild aussehen kann. Genau, aber auch auf Holz sieht das ganz toll aus. Ne? Ja. Ich mag das total gerne auf Holz. Hier so noch so eine Box oder ein Tablett. Dann kann man das auch wieder schön verzieren. Mhm. Oder was unsere Sarah gemacht hat, total süß. Sie hat, vielleicht möchten wir es mal von oben zeigen. Ja, vielleicht sehen wir das dann besser. Genau. So. Schau mal, Silvana. Hat die das nicht schön gemacht? Ehrlich, oder? Mit Licht, unseren Namen. Einfach, auch wieder, das ist diese Aqua-Transfer-Variante. Einfach hier auf Glas. Sieht so toll aus. Und es ist einfach nur eine, wie ein Aufkleber, aber es wirkt einfach total schön. Und Silvana, ich wollte dir auch noch was überreichen. Und zwar, ich zeige dir jetzt einmal von oben. Ja. Tada! Hier, das kannst du jetzt nicht an deinen Schreibtisch. Ah, süß. Das nehme ich gerne. Dankeschön. Also, ihr könnt es auch auf Leinwände oder auf unsere Mini-Paletten nochmal übertragen und dann so verschenken. Ach, das Tolle ist, das hat ja schon so einen Aufsteller, dass man das direkt aufstellen kann. Einfach hinstellen, kann. Genau. Vielleicht schauen wir es uns von oben, von der Seite nochmal an. Ja. Genau, einfach hinstellen und ein fertiges Bild. Traumhaft, oder? Ach, wir haben ja noch einen Neuartikel. Ja, wir haben noch einen Neuartikel. Übrigens ist uns in der ganzen Woche aufgefallen, dass man natürlich das auch verschenken kann. Also wirklich aufkleben, fertig machen, noch nicht freirubbeln und dem Verschenkten eine Anleitung geben, dass man es nass machen soll und dann freirubbeln. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz raffinierte Geschenkidee. Ja, ja. Das ist, haben wir jetzt hier zum Beispiel mal vorbereitet. Aber jetzt aus Versehen jetzt einen Ausdruck auf der Rückseite, aber einsprühen und dann kann man es. Genau, mit einer Anleitung, ne? Mit einer Anleitung bitte freirubbeln und dann hat man da ein fertiges Bild. Ja, also das könnt ihr also natürlich das auch so machen. Ihr müsst nicht alles machen, sondern dem, der das Geschenk bekommt, nochmal so ein bisschen interaktiv. Genau, man nimmt ein Sprühfläschchen dazu und sagt, bitte, bitte rubbeln. Ja. So, aber jetzt kommen wir zu unserem Neuartikel. Wir sind ganz gespannt, was das heute ist. Ich glaube, ganz viele werden sich riesig freuen. Wer Lust hat, schickt uns gerne ein Neu-bei-uns-Schild an das Live-Show-Team. Ideen mit Herz und da ist die Adresse auch nochmal eingeblendet. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was der Neuartikel heute ist. Tada! Und zwar Stanzschablonen ganz neu. Ihr habt da insgesamt 13 von unseren Stanzschablonen in tollen Motiven. Ihr habt Anhänger, ihr habt Ei-Ornamente, ihr habt Hasen, ihr habt Ostereier, Schmetterlinge, die man vielleicht auch noch jetzt im Frühling benutzen kann.
Und das Besondere heute ist, die sind sogar reduziert. Also unser Neuartikel ist nicht nur was ganz Besonderes heute, als letzte Osteraktion noch von uns Last für minute. Euch. Noch ein Last-Minute-Special. Sondern auch reduziert. Also 13 Stammschablonen für 19,97. Super schön gestaltet. Ja. Wer die sich sichern möchte, die Artikelnummer haben wir euch jetzt nochmal eingeblendet. Und ich würde vorschlagen, es geht weiter mit unseren Empfehlungen. Da hatten wir nämlich einiges, was wir euch heute vorgeschlagen haben, wie zum Beispiel die Pumpsprühflaschen, die brauchen wir unbedingt, ja, genau. Um einfach einfacher mit dem Wasser zu arbeiten. Und natürlich das Tupfkissen, Steinlack. Nach den Stanzern hatten einige gefragt. Mit den Spachtel, Rakel, Farbrollern könnte man natürlich die Bilder nochmal ein bisschen andrücken. Nochmal andrücken, nur halt vorsichtig, wenn es zu feucht ist, dann... Mhm. Ne, aber mit dem Rakel könnte man dann vielleicht auch überschüssig, wenn man zu viel aufgetragen hat, dann auch einfach an den Seiten rausschieben und mit dem Teewa dann abnehmen. Genau. Okay, so. Und dann gucken wir uns auch die nächsten Termine an. Und es geht Mittwoch direkt weiter um 15 Uhr, 2 Stunden lang mit dem Bastelclub und dann bis abends 8 Uhr. Und dann gibt es noch am 20., das heißt danach die Woche, ein Sondertermin, da fangen wir schon um 11 an am Mittwoch. Am Freitag gibt es dann auch noch mal 2 Shows. Wir sind nämlich erst wieder am 25. da, weil nächste Woche ja schon Ostermontag ist. Und deswegen wünschen wir euch, schade für uns. Und wir wünschen euch schon mal ein tolles Osterfest. Wir hoffen, dass ihr schön feiern könnt und eine schöne Zeit habt. Ja. Und hoffen auch, dass ihr uns so ein bisschen vermisst. Bestimmt. Ja, oder? Ja, wir werden uns dann aber am nächsten Montag sehen. Weiter geht's aber. Und jetzt muss ich einmal gucken, wo ich mein Handy versteckt habe. Denn wir haben ja noch mal einen Gewinner. Wir hatten ja am Anfang ein Gewinnspiel und da schauen wir jetzt einfach mal rein, wer gewonnen hat. Und zwar ist das Melanie Laschet. Ich konnte es nicht lesen, Entschuldigung. Alles gut. Also Melanie, ganz viel Spaß mit deinem Überraschungspaket und natürlich an alle anderen vielen Dank, dass ihr immer so toll mitmacht. Ja. Und wir hoffen, dass wir euch dieses Thema Easy Transfer, also Bildmotive zu übertragen, auch einigermaßen easy rüberbringen konnten. Es war nicht einfach, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Ja, also ansonsten wir sind Fragen. Genau, ne? Fragen wir stellen, gerne. Wir helfen gerne und wir sind gespannt, was ihr für persönliche Bilder, Motive auf unterschiedliche Untergründe übertragen werdet. Und bis zum 25. Tschüss! Schöne Ostern!